Ich hab hier schon lang. Ja? Ja. Warte, ich muss hier dahin klatschen. Ho, 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 ho. Das ist der Teufelskerl. In welcher Kamera bin ich denn? Servus alle miteinander. Auch von mir ein Hallo. Birgit, komm mal ein wenig her. Darf ich? Natürlich darfst du herkommen. Du mal das Beweisding wenn da runter. Was? Das Beweis? Also wir sind heute bei Waldsassen. Ja, ein bisschen vorher. Okay, bei Hunsbach an der tschechischen Grenze, weil hier darf man noch fliegen. Jetzt schauen wir, ob wir Waldsassen von oben sehen. Und da ist heute ein Fischereifest. Weltbekannt. Ja. Das zeigen wir euch heute mal. Gucken wir mal, ob man da was sieht. Ja, bestimmt. Wir mussten leider von Waldsassen ein wenig wegfliegen, weil da ist wieder Hubschrauberlandeplatz. Und das heißt, das wenn ich, ich hoffe, ich lüge nicht, aber 2,5 Kilometer Radius darf man nicht fliegen. Überhaupt nix. Jetzt sind wir bei 110 Meter. Also man sieht von Waldsassen leider nicht sehr viel. Das ist echt gemein. Aber wir können ja mal blicken, die sind hier in der Oberpfalz, nehme ich mal an. Rechts haben wir das Fichtelgebirge. Machen wir mal einen Schwenk. Müssen wir jetzt selber mal orientieren. Schön hier unter dem Baum. Da fällt mir gleich wahrscheinlich nicht für die Kastanie auf den Kopf. Ja, da fällt uns jede halbe Minute eine Kastanie die runter. Also auf der rechten Seite taucht jetzt auf jeden Fall Tschechien auf. Das ist der grüne Turm. Selena Hora nennt sich der. Und jetzt sind wir schon in Tschechien. Theoretisch, bildlich. Das müsste die Straße auf Eger sein. Na gut, genug geschaut. Landen wir mal. In der Ferne hört man schon die Musik. Birgit ist schon ein schöner Ort. Schon aufregend? Ja, ist wirklich ein sehr schöner Ort. Nur genau, sagen wir ein wenig ernster. Ja, was wollte ich sagen? Also der Parkplatz ist schon ziemlich voll. Hier scheint schon wirklich was los zu sein. Mich zieht schon wieder irgendwie in die Unterwelten. Naja. Willst du einmal das Bild? Nein. Warum nicht? Wie, du hast die Haare? Hallo. Also, sind jetzt
Eingang zu dem Fest. Du hast kein Mikro an, dich hört eh kein Mensch. Ich bin schon ganz nah bei dir. Wir müssen nicht immer so viel sprechen. So ein schönes Brötchen. Der geht, du musst ganz nah zu mir herkommen, damit sie dich ja hier ist. Sprich. Sprich. Also das Kloster hier in Waldsassen, das ist eigentlich sehr schön und die haben hier einen wundervollen Kräutergarten. Das ist sehr beeindruckend. Und die Haufen Leckereien an jeder Ecke. Ja, oh. Man muss sagen, das Fest ist wirklich gelungen. Bismarck-Hering von der Forelle, ein Traum. Karpfenburger. War sehr lecker. Alles. Und das bei bestem Wetter. Ich glaube, das muss man sich mal in Ruhe anschauen, diesen Garten. Da ist auch wirklich sehr Interessantes dabei. Ich
Birgit, spring halt einmal. Ich hüpf, ich spring. Gar nicht. Ich würde sagen, den Weitsprung schaffst du als Sieger, als Hirsch. Also was man da so alles entdecken kann, ist ja der Hammer. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Wirklich schön. Mit Weiden. Opa hat es gleich gemacht. Genau. Genau, gell? Ist ja nice. So. Schöner Platz, gell? Hier kann man mal chillen. Trinkt man da Karpfenzeugelbier? Schön. Und wieder der Carsten. So. Was hier in dem ganzen Kräutergarten, da ist überall was geboten, Stände. Mit ganz tollen Sachen. Ja. Spielt er jetzt mal ein Lied, ja? Pass mal auf. Gib alles. Ding, 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 dong. Und? Bravo. Ja. Zugabe. Also das ist so Heuchding. Also heuch mal. Ja, fertig. Was hörst? Das wir. Mit dem Musik dahin, das ist voll lustig. Ich will da nicht reingehen. Das ist eine Komposttoilette. Ich mag aber jetzt keinen Kompost machen. Geh doch mal rein. Wir machen mal auf. Oh. Die Toilette ist größer wie mein ganzes Bad. Ich glaub's ja. Was da alles gibt.
Also hier vor der schönen Basilika in Waldsassen sage ich mal Tschüss. Ich natürlich ja, mich hat sie vergessen. Aber der Kameramann ist ja nicht so wichtig. Ja, heute mal nicht. Doch. Also echt eine ganz tolle Stadt. Besonders in Verbindung mit dem Fest. Macht's ja. Es gut. Bye, tschüss. Bye.